Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich mache gerade die Schritt für Schritt PS5-Reihe und habe mir gedacht, ich mache nochmal ein Video, wie ihr Spiele im Ausland bekommen könnt, also downloadmäßig, also aus dem PSN Store, wie das funktioniert, auf was ihr achten müsst und ja, damit ihr die dann halt nicht nur runterladen könnt und mit dem Profil, was ihr denn für Österreich zum Beispiel habt, spielen könnt, sondern auch die Spiele, die ihr in Österreich gekauft habt oder USA, auf eurem deutschen Account spielen könnt und auch auf dem deutschen Account Trophäen bekommt, alles ohne Probleme. Und zwar, ich bin ja jetzt in meinem eigenen Profil, wir gehen einfach auf Benutzer und Konten. So, bei Benutzer. So, da ist jetzt mein AT-Profil. Das ist das von meiner Tochter, das ist mein amerikanisches Profil. Wir gehen einfach auf Benutzer erstellen und sagen, ja, wir möchten ein PS5-System, ja, ich stimme zu, bestätigen. Und das ist jetzt erstmal ein Konto. Rein nur ein Konto auf der Konsole. Warte mal. So, nehmen wir ihn hier mal. Nehmen wir auch Benutzer. So, nennen wir einfach Test. Test. So. Okay. So. Nur begrenzt. Wir wollen keine Daten teilen. Und schon haben wir jetzt hier einen neuen Benutzer. Test. Ja? Wir gehen jetzt auf Benutzer wechseln, gehen auf Test. Wir können jetzt hier natürlich Spiele mitbenutzen, also Free-to-Play-Spiele wie jetzt das hier zum Beispiel. Alle anderen Spiele können wir nicht mitbenutzen. So, das ist jetzt sozusagen unser zukünftiges Österreich-Profil. Dann gehen wir einfach auf den Store, anmelden. Und dann sagen wir ein Konto erstellen. Dann sagen wir den Tag und den Monat aus. Ach Quatsch. Neues Konto erstellen. Ein und drei. Ach, ich nehme Erste. Und ja, müsst ihr dann natürlich ein Jahr aussuchen, wo ihr auch 18 seid. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal, was ist ich hier? Ja. 77. So, dann sagen wir weiter. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, Land, Region, nicht Deutschland lassen. Ihr sagt dann natürlich, ihr wollt, wo ist es? Australien. United Kingdom. Austria war das doch. Nicht Australien. Austria. Wo ist denn das hier? Bogotá, Dänemark. Luxemburg. Schweiz. Ach, da unten ist es. Ganz unten ist Österreich. So, wir nehmen Österreich, Deutsch lassen wir weiter. Jetzt fragt er natürlich nach einer E-Mail und einem Passwort. Und da gibt er jetzt irgendeine E-Mail ein. Also es ist wichtig. Kommt nicht und sagt hier, funktioniert nicht. Ihr gebt hier eine E-Mail ein, die es wirklich gibt, weil ihr bekommt einen Bestätigungscode. Es muss eine E-Mail sein, die es wirklich gibt, wo ihr Zugriff drauf habt. Wenn nicht, erstellt euch eine. Es darf keine E-Mail sein, die mit einem anderen
PlayStation-Account verbunden ist. Zum Beispiel auf eurem deutschen PlayStation-Konto habt ihr die E-Mail-Adresse, was weiß ich, ichbinderbeste@gmail.com. Dann könnt ihr ichbinderbeste@gmail.com nicht für das Österreich-Konto mitbenutzen. Pro PlayStation-Account braucht ihr eine E-Mail-Adresse, eine separate E-Mail-Adresse. Ja, und dann gibt ihr dann halt eure E-Mail-Adresse ein, Passwort bestätigen, geht weiter. Und dann kriegt ihr auf eure E-Mail-Adresse ein Bestätigungs-E-Mail. Und da ist ein Link drin, den müsst ihr anklicken, dann könnt ihr erst weiter drücken. Ja, ist verifiziert, bla bla. Und dann gibt ihr hier die Adressdaten ein. Das brauchen wir ja hier alles nicht mehr machen. So. Und wenn ihr das dann alles gemacht habt und angemeldet seid im PSN, dann geht ihr wieder auf Einstellungen, Benutzer und Konten, also bei dem Österreich-Konto, was ihr euch erstellt habt. Achso, das können wir jetzt hier gar nicht sehen. Okay. So. Dann geht ihr auf Benutzer und Konten von eurem Österreich-Account, Login, hier bei Andere und dann Konsolenfreigabe und Offline spielen. Da ist ganz wichtig, dass ihr das aktiviert. Auf eurem deutschen Account und auf eurem Österreich-Account. So, ich habe es bei meinem Österreich-Account mal deaktiviert. Ich habe dieses Spiel hier, Landout, habe ich im Österreich-Account runtergeladen. Es geht nicht. Wenn ich jetzt kaufen wollen würde, ich könnte das halt auch kaufen. Ich glaube, das gibt es gar nicht im deutschen Store. So, es funktioniert nicht, ich kann es nicht spielen. Also, Benutzer wechseln. Mann, falsch. Österreich-Account. So, ich habe es nämlich mit Absicht erstmal deaktiviert, damit ich euch das zeigen kann. So, und jetzt aktivieren wir das wieder. Aktivieren. Okay. So, es ist jetzt aktiviert. Jetzt können wir Benutzer wieder wechseln, können wieder unser deutsches Profil wählen. Sind in unserem deutschen Profil drin. So. Und schwuppdiwupp können wir das Spiel spielen. Ihr könnt auch Trophäen dafür sammeln. Ihr könnt die Savegames genauso. Was? Fehlertyp, Fehlercode 04. Keine Verbindung zum Server. Achso, kann sein, dass sie da die Server abgeschalten haben. Dass es schon ja nicht mehr geht, das Spiel. So, ich wollte halt euch nur zeigen, dass es auch funktioniert. So könnt ihr doch mit Dying Light und anderen Spielen machen. Aber ganz wichtig, dass diese Offline-Funktion im deutschen und im österreichischen Konto aktiviert ist. So geht ihr einfach in euer Österreich-Konto rein, ladet mit einer PSN-Karte für Österreich. Die kann man online kaufen, werde ich euch verlinken. Alles unten in die Videobeschreibung. Ladet euer Konto auf mit dem Geld, was ihr braucht, also in euer Österreich-Konto. Sucht euch das Spiel aus, kauft das Spiel. Ihr braucht nur zur Bibliothek hinzufügen, runterladen und dann könnt ihr schon ein Konto wechseln. Ihr müsst nicht die ganze Zeit warten, bis es fertig ist mit Laden. Ihr könnt dann ruhig ins deutsche Profil wieder wechseln. Es lädt automatisch weiter und runter, ohne Probleme. Und wenn es dann fertig ist, könnt ihr das ohne Probleme spielen. Könnt Trophäen sammeln, könnt die Safe Games in die deutsche Cloud hochladen und jederzeit wieder runterladen. Überhaupt keine Probleme. Da ihr denn, wenn ihr dann auch PlayStation Plus seid und es ein Online-Spiel ist, könnt ihr es genauso auch online spielen, ohne irgendwelche Einschränkungen oder so. Nur weil es ein Österreich-Spiel ist. Ihr könnt es ganz normal nutzen, ohne Probleme. Aber wie gesagt, passt darauf auf, dass ihr wirklich eine
Österreich-Karte, PSN holt, keine Schweizer. Und die, weil das ist wieder ein anderes Land, logischerweise, wenn ihr das Geld aufladet, ihr müsst diese Offline-Funktion müsst ihr aktiviert haben bei beiden Konsolen und dann könnt ihr das jederzeit nutzen. Ihr könnt natürlich auch die Österreich-Spiele auf dem österreichischen Account weiterspielen. Und wenn ihr auf dem deutschen Account PlayStation Plus habt und ihr habt diese Teilfunktion angeschalten, die ich euch gesagt habe, also diese Offline-Kontenfunktion, dann könnt ihr auf dem Österreich-Konto auch die Funktion, dass nur PlayStation Plus-Spieler, Besitzer online spielen können, könnt ihr mitbenutzen. Weil der deutsche Account hat ja PlayStation Plus, also könnt ihr mit dem Österreich-Account auf der gleichen Konsole, wenn das aktiviert ist, diese Offline-Funktion, könnt ihr mit dem Österreich-Profil genauso online spielen. So, das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch die zu beantworten. Ich werde euch ein paar Anbieter unten verlinken, wo die PSN-Karten recht günstig sind oder erschwinglich sind oder zum normalen Preis sind und nicht überteuert. Und manchmal habt ihr Glück, kriegt ihr dann zum Beispiel auch 50 Euro für 45 oder für 37 Euro. Oder was weiß ich. Da müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, über ein Däumchen würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr Kommentare ablassen würdet, natürlich auch. Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich in die Kommentare posten. Teilt mein Video, damit es dem Algorithmus besser angezeigt wird, dass der Algorithmus mal ein bisschen besser und ein bisschen lieber zu mir wird. Würde mich auch freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.